Moin Moin, herzlich willkommen zurück bei Auf der Spur mit Deadly Premonition. Für euch ist eine ganze Zeit vergangen, und zwar mehrere Stunden in Form sogar eines ganzen Tages. Für mich ist nur ein Wimpernschlag vergangen und ich bin wieder hier, mitten in Beckys Haus. Wir müssen rausfinden, was passiert ist. Wir müssen gucken, vielleicht lebt sie noch, vielleicht können wir sie retten. Wer ist der Raincoat-Killer? Die Frage ist natürlich über alles gestellt. Wer ist er und was macht er? Warum macht er das alles? Wir sind FBI-Agent, deswegen stellen wir uns all diese Fragen, aber ich bin auch komplett neugierig und will es jetzt herausfinden. Ihr seid dabei, wir sind in Beckys Haus und starten jetzt weiter durch. Ihr merkt, ich wiederhole mich die ganze Zeit, weil ich bin echt geflasht. Ich bin auch zu doofen Witzen gerade gar nicht so aufgelegt, wie ich das normalerweise bin. Natürlich ist jetzt der Timer erstmal wieder aus. Das muss ich mal ganz kurz beheben. Bitte entschuldigen Sie mich. So, Timer läuft. Wir haben eine halbe Stunde Zeit, um herauszufinden, was hier eigentlich los ist. Ich habe vergessen, dass ich mit der Waffe in der Hand gar nicht laufen kann. Boah! Nein! F! Ich hab doch F gedrückt! Ey, das war komplett noch im Rahmen! Ganz sicher! Ja, du Depp! Glaubst du doch selber nicht! Okay, er ist auf jeden Fall hier. Welche Überraschung. Zum Gebäude passende Möbel gibt es die nicht nur im Kino. Wie könnten wir das öffnen? Machen wir halt einfach. Ich brauche nämlich auch dringend Items. Ihr werdet euch erinnern, dass ich in der letzten Folge ein bisschen da gefailt habe. Durch meine 11 Stunden Rauchertour bin ich komplett müde und komplett hungrig. Und das ist beides nicht besonders gut, wenn man mitten im Dienst ist. Moment mal, ich muss hier mal ganz kurz. Okay, Kamera ist noch voll. Nicht, dass hier mittendrin das Tape ausgeht. Das wäre zu sehr wie bei Game One. Das möchte ich nicht. Komme ich hier dann vorbei? Kann ich den vielleicht kaputt hauen? Ich hau mal einfach drauf. Nein. Kann ich offenbar nicht. Ich auch ewig lang, warte mal, den muss ich jetzt mal ausprobieren. So, das war doch so. Ja, und so kann ich jetzt auch ballern. Wenn ich denn müsste. Wir haben hier aber gerade gar keine andere Wahl, als durch diese große Tür dort zu gehen. Die Tür ist nicht verschlossen. Na, dann mal hinter dem Killer her. Das ist eine gute Idee. Da links war ein Hinweis. Ich hoffe, das war jetzt alles korrekt so, weil ich habe da jetzt keine... Okay, komm, ich muss es ja machen. Ich muss ja mal probieren, ob ich vielleicht durch Schießen irgendwas kaputt machen kann, weil nicht, dass wir nachher nicht mehr in den Raum zurückkommen. Das würde mich mehr als ihr ahnt ärgern. Ich hatte jetzt geklopft. Wenn der René mich jetzt hier erschreckt, falls er nicht schon pennen ist, dann, ich glaube, dann kann ich nicht mehr an mir halten. Da muss der weitermachen. Das wäre selber schuld. Nun denn. Vorbei an sich schlängelnden Raincoat-Killer-Exkreten. Also die gehen zumindest mit ihm einher, deswegen sage ich mal, sie gehören ihm. Hier ist mein Kasten, den kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen. Kann ich hier speichern? Zwei Türen. Zack, that's a strange coincidence. Look. Red velvet. Just like the place where Anna was murdered. Stimmt. Stimmt, im Sägewerk. So altarmäßig war das Ganze aufgebaut. Ha ha ha!
Too much noise. We're still missing a vital piece of the puzzle. Profiterstellungszulage, $30. Was bist du? Hier kann ich schlafen? Oh, das mache ich jetzt auch direkt mal. Obwohl, normaler Schlaf. Ich habe nichts zu essen. Das habe ich befürchtet. Ich muss bald etwas essen. 3 Hinweise fehlen uns. Das ist ja gar nicht so viel. Aber wir haben echt... Ich muss das mal besser machen hier. Donald auch noch rein. Aber das war's jetzt auch. Also ich glaube, beim nächsten Mal kaufe ich mir erstmal im Lidl fett was zu essen. Habe ich vielleicht was im Kasten, was Essbares? Ich wollte eigentlich nicht reingucken, aber so wie jetzt aktuell die Lage ist. Objekte, Zigaretten, Kaffee habe ich drin. Na gut. Brauche jetzt nicht sowas im Panda-Bier. Ach, da kann ich kaufen. Ein Säbel. Funktion. Leuchtsignal. Ja. Habe ich jetzt alle 5 gekauft oder nur einen? Na, es waren hoffentlich 5. Ja. Ich weiß das. Ich weiß, wofür Schusswaffen gut sind. Hier haben wir einen Kirschkuchen. Ja, den nehme ich auch mit. Sogar sehr, sehr, sehr gern. Mit Handkuss. Der Anzug geht ja noch. Speichern tun wir auch mal. Also ein Hinweis liegt ja auf jeden Fall schon mal vorne im Eingangsbereich. Ich werde jetzt dann nochmal reinlaufen. Ich weiß, ihr hasst mich. Und ich hasse mich ja selber dafür. Aber stellt euch mal vor, wir finden jetzt diesen einen Hinweis nicht. Weil ich so blöd bin und nicht daran glaube, dass er jetzt hier liegt. Da, an dem Spiegel, da ist er. Ja, genau dort. Wir sehen ihn alle. Können sogar noch schießen, aber es bringt natürlich nichts. Wieso komme ich da nicht rein? Warum gehen diese Schränke auf? Aber sie bringen mir nichts. Ich gucke da nochmal jetzt hin. Vielleicht so... Ich verstehe es nicht. Ich wette, das ist richtig blöd, dass ich hier... Ich übersehe hier irgendwas ganz Wichtiges. Normalerweise ist halt immer ein Fadenkreuz da, wenn irgendwie der Punkt, auf den man da gerade zielt, irgendwas Bedeutsames hat. Und das haben sie beide jetzt nicht gehabt. So, es ist abgeschlossen. Die Tür führt zweifellos zum Geisterhaus. Na, das ist genau die Tür, durch die ich durch will. Aha! Du wieder! So. Die Tür hier ist abgeschlossen. Ich kann den Kopf kaum sehen, Alter. So, der ist auch dort. Das hier scheint mir keine richtige Tür. Oh nein, eine Spieluhr. Nein! Tür ist nicht verschlossen. Das ist keine Tür. Oh, ich hasse Spieluhren. Die machen echt alles viel schlimmer. Kinderbilder, Spieluhren. Das ist alles eine Kategorie. Kategorie make it much more worse. So, hier das... hat sicherlich auch eine Bedeutung. Verbergen die hier irgendwie Auszeichnungen? Das werden wir jetzt rausfinden.
Auf der Suche nach Auszeichnungen ist kein BH-Ständer sicher von mir. Aber wieder! Also, es ist natürlich eine Frau, in deren Haus wir uns befinden, aber auch die hat exakt diese seltsam anmutenden BH-Ständer. Wo ist das Viech? Ah, da kommt eins raus. Irgendwo hinter mir einer. Sieht nicht so aus. Oh. Oh. Zehn mehr kannst du nicht tragen. Roll den Inventar auf. Boah, diese gottverdammte Spieluhr. Ich wünschte, sie würde die Fresse halten. Ist das die Tür hier? Nein, es ist keine Tür. Feuer. Ist mal was Neues. Oh, ja. Feuer. Ist mal was Neues. Oh, Verzeihung. Ich wollte sie gerne in den Kopf treffen, ich habe allerdings leider nicht gezielt. Sie auch, gute Frau. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie werden alle Ihr Fett wegkriegen. Die Tür ist nicht verschlossen. Na schön, dann mal durch. Yippie-ai-yeah, Schweinebacke. Ah, das muss einem nicht gefallen, ne? Die haben aber auch alle immer so riesen luxuriöse Häuser hier. Das ist wohl nicht die Tür der Wahl. Hier haben wir diese blöden BH-Ständer, die wir jetzt natürlich fein säuberlich zerhackstückeln werden. Oh, der eine, euer Kollege war weniger widerstandsfähig. Der war mein Freund. Der wusste, dass Schnelligkeit gefragt ist. Ja, okay, guter Mann. Tut mir leid, aber sie versetzen die Gesetze der Physik. Deswegen werden sie festgenommen. Leute spawnen nicht aus Wänden. Ja, ah, aber vom Boden aus, oder was? Ja, normal, lauf ins Feuer. Nein, Digga. Meine Fresse, ey. So, hier, du kriegst mal 2, 3 in die Fresse und du kriegst mal 2, 3. Ich weiß noch nicht, wo ich dir gerade hingeschossen habe. Irgendwo dahin. Ich habe eh unendlich Muni, deswegen ist es jetzt gerade nicht so ganz wichtig für mich, dass ich da jetzt genau ziele und treffe. Aber wir werden früher oder später natürlich irgendwie das Ding ins Gewehr benutzen müssen. Das Rifle. Das Fast Rifle quasi, weil... Sonst hätten wir das schon bekommen. Ja gut, ich sehe es ja ein. Da bringt auf Dauer nichts. Wenn hier dauernd spawnen, ist natürlich Quatsch. Oh, hallo, hallo, hallo. Würden Sie mich bitte... hallo. Würden Sie mich bitte loslassen? Boah, das ist echt widerlich. Haben, aber das ist geil gemacht. Der Effekt ist natürlich super. Cracker. Puh, Cracker nehme ich. Und das bist du hier. Verbandskasten. Ja, okay, bringt mir jetzt auch nichts. Ja, raus hier. Agentenauszeichnung. Ist immer nett. Vielleicht kann ich sie um die Ecke ködern. Nö, dann renne ich einfach raus. Tschüss. Tschüss. Noch eine Agentenauszeichnung. Und da ist die Spieluhr auch wieder. Da unser
Sie wissen schon was, unsere Objekte ja aktuell voll sind. Werde ich mal jetzt ein kleines. Werde ich mir mal ein kleines Hello Kitty-Pflaster auf die tiefen Wunden in meinem Rachen kleben, die riesen Hand da eben hinterlassen hat. Ein bisschen, als würde man ein Pflaster auf eine Glasscheibe kleben, damit sie nicht auseinanderfällt. Sieht doof aus, bringt wenig, aber in dem Spiel schon. Und deswegen tue ich's. Kisten! Meine Lieblinge! So. Ich jage die eine Kugel nach der anderen rein. Ergib dich, Kiste. Ach nee, hätte jetzt nicht einen Schuss da noch. Jetzt muss ich nämlich nachladen, das ist blöd. Verbandskasten klein. Meine Hello Kitty Pflaster füllen sich quasi von alleine auf. Stopp. Ich sehe sie nicht. Da. Da sind sie, guter Mann. Ah, hier, der respawnt auch nicht Ewigkeiten lang. Das ist natürlich dann, habe ich auch eben schon gesehen, dass dieses schwarze Zeug an der Wand, das ist quasi der den erlaubt, ewig aufzutauchen. Das ist ja auch mehr, wenn man hier, ihr seht das ja, wenn man den Kopfschüsse verpasst, dann kommt das auch so aus denen rausgesprullert. Dieses Schwarze von Wänden, das ist wohl deren Existenzberechtigung. Da schießen wir mal drauf. Hat aber nicht so viel gebracht. Ah doch. Na, Agentenauszeichnung. Na, immerhin. So, jetzt sehe ich hier erstmal nichts. Den Golfschläger. Den tue ich mal in meinen Kasten. Kasten ist immer korrekt. Kasten ist immer dabei. Immer vom Chef im Laden. Den müsste ich aber nehmen können. Ja, genau. Das wollte ich aber auch mal angemerkt haben. Ich lasse mich hier nicht zwischen mich und meine Chubachubs, dass ich nichts komme. Ja, wäre noch einer. Naja, diese Bugs finde ich etwas nervig fast. Nicht mal besonders bringend. Gut, schießen wir wieder mal alle 15 Kugeln. Ja, alle 16 Kugeln in Kisten. Sehr gut. Oder auch in den Schrank nebendran. Der hat es auch verdient. Sehr gut. Aha. Und wir werden belohnt mit etwas, was in den Kasten kommt. Warum habe ich die eben nicht in den Kasten getan, die Sache? Das war auch richtig blöd. Naja, schade. So, jetzt wird hier irgendwas passieren. Das war ja schon fast klar. Jetzt... Ah! Wir sind auf der einen Seite des Atriums angekommen. Okay, okay. Huh? Ich war mir ganz sicher, dass jetzt irgendwie der Raincoat-Killer neben mir steht. Observieren. Aha, da ist es wieder, das umgekehrte Friedenssymbol. Standschockeffekt. Kommt jetzt der Raincoat-Killer hinter uns im Spiegel? Vermutlich. Umgekehrtes Friedenszeichen. Ja, das kennen wir ja bereits. Ja, Profiling. Nein, starten wir jetzt nicht. Das ist ja nur eine Geschichte jetzt. Haben wir dort einen Hinweis übersehen? Ich hoffe nicht. Ach nee. Möchte mir jemand die Problematik der ganzen Geschichte erklären? Oh! Ja doch, das macht etwas schwieriger. Na, ich sehe nichts. Alles wabert nur.
Komm, mein Freund. Treppensteigen macht fit. So. Naja, das war jetzt halt nur so halb krass. Aber die Musik stresst ganz schön. Vielleicht kann ich die für den ein oder anderen Schlafmuffel als Wecker empfehlen. Also für mich zum Beispiel. Erstmal wird hier nachgeladen. Vorher habe ich ja sonst ja keinen Vertrag mit. Flitzen wir hier mal durch die Tür. Ich hoffe, ich kann auch bald nochmal speichern. Ich werde mal ganz kurz... Ich muss mal leider ganz kurz auf den Timer gucken. Es tut mir furchtbar leid. Das kostet natürlich auch wieder wertvolle Sekunden. Jetzt haben wir noch 7 Minuten, also knapp 8 Minuten. Okay, ich hoffe, dass wir jetzt... Das reicht also noch... Hoffentlich für den nächsten Speicherpunkt. Was bist du? Das gefällt mir gar nicht. Das kriege ich wirklich nicht auf. Ja, Dito, mein Freund. Observieren. Die Spieldosenmusik kommt von hier drin. Sollen wir das öffnen und reinschauen? Wir müssen. Roter Samen. Erneut. Ja, Moment. Ja, komm, ich mache einmal Profiling, weil vielleicht werden wir es ja... Wir werden ja diese Woche, diese Runde nicht den dritten Hinweis finden. Aber sie hat doch nicht geschlafen. Sie wusste doch, dass er kommt. Irgendwas ist da noch suspekt. Warum? Anfangs schien es für mich so, als hätte sie gewusst. Sehr unangenehm vom Look. Also es wirkte für mich eher so, als hätte sie gewusst, dass er kommt. Dass unser Raincoat-Killer, unser Verdächtiger, also unser noch unbekannter Mörder, der sich Raincoat-Killer nennt, dass er in ihr Haus kommen würde. Es wirkte fast so, als hätte sie, ja, sich für ihn sexuell etwas hübsch gemacht. Oder eben sexuell aufreizend gekleidet. Oder auch vorgab, dasselbe mit ihm zu machen. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall... Naja, jetzt sind wir an einem Safe Point. Der ist natürlich wieder einmal sehr verführerisch, um hier simpel zu speichern. Jetzt können wir wahrscheinlich durch diese Tür hier, ne? Vor 2 Minuten war es noch zu, ich habe kein gutes Gefühl, Serge. Ja, genau. Dito, mein lieber Dito. Aber wir werden das diese Woche nicht mehr machen, das tut mir furchtbar leid. Wir haben jetzt noch auf der Uhr... von 4 Minuten 52... Na komm, habe ich jetzt gespeichert? Ich habe es nicht mitbekommen. Ich speichere nochmal. Wir können mal reinschauen. Ich werde mich noch bereuen. Übrigens, wie krass das hier drin blitzt. Ne? Das ist eigentlich völlig unnötig übertrieben. Okay, er ist direkt vor uns. Ich will das nicht machen. Ich würde jetzt am liebsten an die Kriminalpolizei übergeben. George! Fang mal den da drin. Die Tür ist nicht verschlossen. Ja, aber gleich wird sie geöffnet und gleich kriegen wir auf den Sack.
toll. Hä? I see you. Nein! Nicht schon wieder. Verstecken. Ich kann jetzt noch nicht weg. Ach nein. Es ist doch so offensichtlich, dass der eine zu und der andere eben nicht zu ist. Nirgends. Ich bin eigentlich gar nicht da. Sie müssen wissen, sie unterliegen einem Trugbild. I promise. Vielleicht müssen wir den Atem anhalten. Übrigens hat dieses Haus verdammt viele Schlafzimmer, will ich mal anmerken. Oh oh. Geh doch bitte weg. Oh. Upsala. Das war doch Left Control. Aua. Ja, das habe ich befürchtet, dass das den Ermittlungen nicht gerade zugute kommt, wenn ich tot bin. Aber die Frage ist, war es jetzt, ich habe Left Control, habe ich ganz vergessen, dass das ja auch noch unter den Quick-Tasten drin ist. Die Frage ist, habe ich mich jetzt falsch versteckt oder lag es daran, dass ich den Atem nicht ordnungsgemäß angehalten habe? Kann ich ihm eigentlich auf den Sack gehen? Nein. Dem kann ich nicht auf den Sack gehen. Ist aber wahrscheinlich auch keine gute Idee, das nochmal zu versuchen. Okay, Left Control ist ja gut. Habe ich auch verstanden. I see you. Das schlägt auf den Magen. Was bist du hier eigentlich? Er ist wieder da, verstecken wir uns, Zack. Nehmen wir doch mal den anderen. Den hier. Welcher Hinweis liegt da wohl versteckt? Ich bin so unglaublich neugierig. Nun komm schon. Mein Timer läuft aus. Das heißt, es wird nicht das Letzte, was wir heute sehen werden. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Geh bloß weg, du Sau. Ja. Tschüss. Wiedersehen. Ich kann jetzt noch nicht weg. Ja, das sehe ich.
Es wird immer näher dran gefühlt mit seinen Axtwürfen. Oh, er ist sauer. Hinausgehen. Boah. Ja, da geht mir aber jetzt auch ordentlich die Pumpe. Zack, this is a waste of time. Let's go. Aber hier lag doch was. Ach, hier kann ich mich auch Hier konnte ich mich verstecken. Oh Mann. Das halte ich ja für ganz bescheuert. Alright, wir gehen jetzt aber nochmal zurück. Ach, geht ja gar nicht. Ah, Mist. Na schön. Dann anders. So, wir haben jetzt aber auch viel geschafft. Fand ich gar nicht gut, fand ich gar nicht schlecht, diese Session. Wir werden jetzt ausmachen. Es ist vorbei, diese Woche auf der Spur. Nächste Woche Freitag kommt es allerdings... Nee, nächste Woche Freitag kommt es nicht wieder. Da läuft eventuell die virtuelle Schnitzeljagd, die ich ja schon auf diese Woche propagiert hatte bei Dämmerung. Das war alles Quatsch. Das kommt erst nächste Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Wir sehen uns aber in Auf der Spur diesen Monat auf jeden Fall nochmal wieder. Gut, vielleicht kommt morgen. Vielleicht. Ich will es echt nicht versprechen, denn wir haben jetzt natürlich noch die Vorwoche. Und je nachdem, ob ich nächste Woche irgendwie nochmal zum Aufnehmen komme, also in der eigentlichen Kalenderwoche 15, wenn ich dann nochmal zum Aufnehmen komme, dann werden wir noch eine Folge Dämmerung machen. Morgen. Alien Isolation. Aber vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber auf der Spur haben wir zweimal gemacht und wir sind gut vorangekommen und wir haben den Raincoat Killer fast und wir sind fast schon wieder draufgegangen und ich bin auf 180 und gehe jetzt aber schlafen. Leute, macht's gut, habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.